Hallo und herzlich willkommen im Wald. Ein kleines bisschen Werbung in nicht eigener, aber fast eigener Sache. Es gab schon ein paar Fragen, wann denn mal wieder ein Video mit meiner Frau kommt. Tatsächlich ist sie relativ fleißig. Und natürlich machen wir auch wieder gemeinsam irgendwas, wenn sich das ergibt und wenn dann entsprechendes Thema ansteht. Aber sie hat sich inzwischen, und da wollte ich jetzt eben doch kurz darauf hinweisen, ihren eigenen Kanal zusammengebastelt. Und damit da eine gewisse Verbindung zwischen uns zwei erkennbar ist, ich bin nur beratend tätig, mehr mache ich wirklich nicht. Ich bin zwei, dreimal auch noch der Kameramann gewesen, aber das war auch schon alles und musste hin und wieder mal als Versuchskaninchen herhalten. Ja, und ich werde da natürlich auch häufiger noch in Erscheinung treten und bin auch für, wenn irgendwo lateinische Pflanzennamen auftauchen, dann sind das auch meistens meine Beiträge und sowas in der Richtung. Aber im Wesentlichen geht es um Outdoor-Küche. Wir waren nämlich der Meinung, insbesondere ich war der Meinung und habe sie dazu angestiftet, dass es gar nicht so wirklich viele richtig gute draußen Kochkanäle gibt, die sich also wirklich auf Outdoor-Küche spezialisieren. Also jeder von uns hat schon mal irgendwas gekocht. Das ist dann meistens so Kategorie, ja, schmeiß ein paar Sachen in den Topf und gut ist. In den meisten Fällen ist es ja auch nichts anderes. So viel aufwendiges Geköch kann man draußen gar nicht machen. Aber ich bin dann doch beeindruckt, was meine Frau da diesbezüglich hin und wieder hinkriegt. Ihr Background ist ja der, dass sie über 20 Jahre oder was weiß ich wie lange, also wirklich über einen sehr langen Zeitraum, bei den Pfadfindern in der Küche zuständig war und in der Schweiz wohlgemerkt, die Schweizer Pfadfinder. Und hat bei denen dann auch lange Zeit dann irgendwelche Küchen, Lagerküchen geleitet. Das heißt, sie hat ganz viel, auch mengenmäßig, ganz viel Futter überm Feuer, über Gas, über sonstigen Outdoor-Kochmöglichkeiten, insbesondere auch wirklich ganz viel überm Feuer, jede Menge verschiedenes Essen und jede Menge auch teilweise auch ausgefallene Gerichte bereits zubereitet und das eben auch in hoher Menge, um einen Haufen Pfadfinder das ganze Lager dann satt zu kriegen. Und da sind wirklich ganz tolle Sachen dabei und da bin ich immer wieder überrascht, wie sie das hinkriegt und was sie da so zusammenzaubert. Und ich bin ja der größte Nutznießer des Ganzen und darf es dann probieren, insbesondere wenn auf meinen persönlichen Geschmack hinsichtlich der Menge, Anzahl und Art von Gemüse Rücksicht genommen wurde. Aber beispielsweise, vielleicht erinnert sich da noch jemand, das Schweinefilet im Speckmantel, was wir zu Weihnachten hatten, oder also kurz vor Weihnachten, wir haben es dann ja an Heiligabend veröffentlicht, das Video, also der letzte Teil vom Adventskalender, das ist auch der Teil, wo wir durch Raum und Zeit reisen mit dem Wood Wide Web, falls sich daran noch jemand erinnern mag, wenn nicht, ist auch in Ordnung. Aber jedenfalls gab es da auch lecker Schweinefilet und das zum Beispiel, das war eine Offenbarung, das war so lecker und also wirklich ganz vieles, was sie draußen kocht, unglaublich lecker. Vielleicht finde ich es und verlinke es euch, wenn nicht, müsst ihr das selber suchen. Der letzte Teil vom Westweg, also die letzte Etappe, das ist ein relativ langes Wandervideo, da waren wir ja noch gar nicht zusammen, sind das Ding allerdings trotzdem zu zweit gelaufen, so eigentlich ursprünglich als Trainingstour, weil wir dann nach Schottland wollten, auch ohne zu wissen, was da mal noch aus uns wird, wenn wir nach Schottland gehen. Aber da gibt es relativ am Anfang von dem besagten Video bereits eine Szene, wo sie zum ersten Mal was zu futtern quasi auf Tour bereitstellt. Das waren irgendwelche Tortellini, nichts Besonderes, normale Tortellini, aber dazu gab es bereits eine Soße. Oh. Und ihr müsst wissen, Soße ist nämlich die Essenz des Seins. Und ohne Soße kann nichts sein auf diesem Planeten. Und nein, also das war so lecker und da war ich also schon gleich hin und weg und nach wie vor überrascht sie mich dann immer mal wieder mit Zeug, was erstmal gar nicht lecker klingt. Auch gerade heute zum Beispiel. Heute Mittag gab es Risotto mit Gemüse und ich dachte, naja, okay, wirst du schon irgendwie essen können. Und als ich es dann probiert hatte, erst mal so zwei Löffel, so zögerlich, ja, wird mich schon nicht umbringen. Und danach nochmal zwei Löffel, also Schöpflöffel, ne? Und dann nochmal drei. Und dann war der Topf auch irgendwann leer und das Lustige ist, ich kann mich gar nicht erinnern,
dass das häufiger vorkommt. Aber sie sagt, ja, das ist wie immer. Wenn ich sage, ich mache Risotto, machst du so, ja, okay. Und am Ende ist das halt auch den Topf leer. Also das muss wohl wirklich so sein, dass das, was Frau so kocht, wirklich ganz sensationell, immer ausnahmslos, immer entsprechend ist. Besonders ihre Rösti. Oh. Also wenn eine Schweizerin Kartoffeln klein hobelt, ja, und die dann in Form eines großen Fladens in einer Pfanne anbrät, dann wird die geheime Macht der Kartoffel aktiviert. Also ich kann meine Frau diesbezüglich wirklich weiterempfehlen. Gleichzeitig gebe ich sie natürlich nicht her. aber ihr habt die exklusive Gelegenheit, euch ihre köcherischen Machenschaften eben in Videoform anzuschauen. Erfreulicherweise ist durch die Tatsache, dass wir ja bereits eine gewisse Aufnahmetechnik besitzen, für einen Einsteigerkanal und für einen ganz neuen YouTube-Kanal die Technik schon mal gar nicht so grottig für den Anfang. Ne? Also das hat man woanders schon schlechter gesehen. Sie hat im Gegensatz zu mir zum Beispiel auch kein Problem damit, um Abos oder Daumen hoch zu bitten. Sie hätte wahrscheinlich dann auch irgendwann im Gegensatz zu mir auch kein allzu großes Problem mit einer Kooperation mit zum Beispiel Backstars. Hallo Backstars, wenn ihr das hört, schreibt mal meiner Frau eine E-Mail. Da beziehen wir unser Milchpulver und unser Eipulver. Und bezüglich Eipulver haben wir jetzt ein Joint Venture geplant. Also ein Video, das es einmal in der Benschnitt-Fassung gibt und mit meiner Kamera aufgenommen und dann noch einmal in der Evelyn-Schnittfassung mit ihrer Kamera aufgenommen. Und tatsächlich sind ihre Beiträge dann auch auf das Wesentliche runtergeschnitten. Die sind auch erheblich, so viel kann ich, glaube ich, auch noch aus dem Nähkästchen plaudern. Das meiste, was sie jetzt bisher so gemacht hat, ist dann eigentlich auch eine halbe Stunde lang oder teilweise auch noch länger, rein vom Rohmaterial. Aber sie schnibbelt es halt auf die wesentlichen 10 Minuten zusammen und ich mache mir die Mühe halt nicht. Ne? Je nach Thema gibt es auch keine wesentlichen 10 Minuten, sondern alles, was ich sage, ist natürlich selbstverständlich immer ausnahmslos. Nicht wesentlich, ja. Ja, aber ja, im Wesentlichen, das soll es eigentlich schon gewesen sein. Das ist also jetzt nur so ein kleines, gemütliches Labervideo, um eben Werbung zum Outdoor-Kochkanal meiner Frau zu machen. Da wird dann auch noch ganz viel zu Tourenverpflegung planen, Trekkingnahrung, da gibt es schon ein bisschen was, Trekkingnahrung selber herstellen, also weg von Trekking-Eat-Tüten, sonstigen Tütenfutter, also wirklich auch richtig gute, leckere, selbstgemachte, 100% selbstgemachte, das kommt alles noch, ne? Da gibt es ganz viele Ideen, die sie da auch noch im Kopf hat, zu wirklich tollen Gerichten, einfachen Gerichten, Trekking- und Nicht-Trekking-Gerichten, auch mal ein bisschen opulenteres Geköch im Wald und mit den gängigen Kochsystemen, Trangia, Bushbox als möglicher Hobo-Ofen, kann jeder beliebige andere Hobo-Ofen natürlich auch genommen werden, das ist ja dann egal. Hier und da mal Gasgeköch, auch irgendwann packen wir sicher auch mal den Benziner aus und machen irgendwas mit dem Benziner und ja, was weiß ich was alles. Aber ich habe schon wirklich so viel leckeres Zeug draußen gegessen. Sie hatte auch mal, ich glaube, das war letztes Weihnachten, also nicht 2020, sondern 2019, da gab es ein Sternemenü. Das haben wir nicht gefilmt, das war privat, aber das kann ich noch erzählen. Ich dachte, ich habe keine Ahnung gehabt, was das bitte sein soll. Und im Endeffekt waren es dann Sternchen. Ravioli, also richtig große Ravioli in Sternenform mit selbstgemachtem Nudelteig und da drin halt eben so eine Ravioli-Füllung. Dann eine Suppe mit Sternchennudeln vorweg, glaube ich. Und hinterher gab es auch noch irgendwelche Sternchenkekse. Und irgendwie war alles, was es zu essen gab, war sternchenförmig. Und das war dann eben ein Fünf-Sterne-Menü. Oder irgendwie, weil fünf verschiedene Komponenten drin waren, die aus Sternen bestanden haben. Und es war so lecker. Also auch die Soße dann natürlich wieder, wer es jetzt noch immer nicht begriffen hat, Soße ist wichtig. Ja, und also hin und wieder koche ich auch. Kommt so alle zweimal im Jahr, okay, letztes Jahr vielleicht noch weniger und dieses Jahr sollte ich es mir zumindest mal noch vornehmen,
Jetzt reicht's aber wirklich. Also schaut gerne rein bei Ein Topf im Wald. Das habe ich noch gar nicht verraten. Das ist eben so der Bezug auf einen Mann im Wald. Alternativ Ein Topf im Wald. Eine Frau im Wald wollte sie sich nicht nennen, weil es geht ja um der Kochbezug soll ja auch erkennbar sein. Und deswegen ist es jetzt Ein Topf im Wald und anders als bei mir eben nicht zusammengeschrieben, sondern auseinander. Also Ein Topf im Wald. Und dann müsste man es auch finden können, aber selbstverständlich verlinke ich es euch auch. Guckt euch unbedingt die circa 5 Stockbrote an, die kann ich sehr empfehlen. Und alles andere am besten auch gleich. Ja? Und wenn ihr das nicht gemacht habt, dann braucht ihr gar nicht wiederkommen. Ja, und das ist es im Prinzip auch schon gewesen. Ja, bleibt mir nur noch mein Beileid auszudrücken an alle, die nicht meine Frau haben, weil das ist die beste, die man so finden kann. Und da habe ich ganz klar recht. Also da lasse ich auch keine alternative Meinung zu, weil es ist ganz eindeutig, dass ich da recht habe. Ne? Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Dann auch wieder mit irgendwas sinnvoller, würde ich jetzt nicht sagen. Was normalerem, so dass dem üblichen Inhalt mehr entspricht.